Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar, Mittwoch, dem 11. November. Und wir wollen heute wieder auf den Währungspaar schauen, das ganz interessant daherkommt, nämlich hier den Australdollar gegenüber dem japanischen Yen, der hier in der Nacht aufgrund von Daten sich schon hier in der Top 5, 15 vielmehr, nicht Top 5, Top 15 der primären Forex-Paare inklusive Gold hier ganz vorn mit zeigt. Der Australdollar, also der Aussie gegenüber dem US-Dollar selbst hier vorn und der Australdollar gegenüber dem japanischen Yen nicht minder. Also die Situation bei beiden positiv. Auch das ozeanische Pair Neuseeländer US-Dollar zeigt sich hier ein Stück weit erholt nach den jüngsten Abgaben. Aber insbesondere interessant eben hier der Australdollar, den wir uns jetzt mal hier gegenüber dem japanischen Yen im Wochenchart anschauen. Und da wird deutlich, dass wir hier übergeordnet in einem Abwärtsimpuls stecken seit dem Hoch vom Dezember 2000 oder vielmehr November 2014, also gut ein Jahr her, befindet sich der Australdollar hier in einer strukturellen Abwärtsbewegung, die unlängst hier mit diesem Mehrjahrestief vom August ihren Hochpunkt fand. Es folgt eine Erholungsbewegung, wie wir es sahen, und aktuell rein technisch müsste theoretisch hier der neue Abwärtsimpuls starten. Das ist auch nach wie vor möglich, da sich hier, wie gesagt, durchaus ein Stück weit zähes Verhalten aktuell darstellt, das auch herleitbar durch dieses Widerstandslevel aus früheren Jahren. Wenngleich man nicht zu weit zurückgehen sollte in der Geschichte, aber grundsätzlich lassen sich hier Zonen erkennen im Jahr 2013 und auch hier 2014, wo das Währungspaar eben genau an diesem Level, wo es jetzt stockt, bereits schon gekauft, Schrägstrich verkauft wurde. Also hier einst eine Unterstützung in den Jahren 2013, 2014, nunmehr hier als Widerstand bestätigt, stellt sich die Frage, wie geht es weiter? Faktisch auf Wochenbasis dürfte man erst oberhalb des Hochs vom Oktober hier bei 88,61 mit weiter steigenden Preisen rechnen. Unterhalb dieses Niveaus bleibt der Bias bärisch. Allerdings ist hier eine gewisse Art und Weise oder in einer gewissen Art und Weise ein Druckaufbau zu verspüren. Und das sehen wir jetzt hier im Tagesschart insbesondere. Hier sehen wir auch nochmal die saisonale Long-Chance des Währungspaares. Hier gab es einen saisonalen Long-Entry vor 4 Tage, Schrägstrich 5 Tage mit Close 30.10. bis hier zum 4.-5.11. Das war ein relativ gutes Setup. Es hätte sich natürlich noch weiter entfalten können, aber rein saisonal gab es hier wieder einen Treffer. Wenn man hier die strukturelle Abwärtsstruktur sieht, sehen wir eben hier die Erholung auch vom Wochenchart, hier das Hoch bei eben 88,61. Seither dümpeln wir so ein Stück weit seitwärts und haben hier eine kurzfristige Abwärtstrendlinie etabliert, vor der das Währungspaar gegenwärtig definitiv Respekt hat. Wir haben aber hier ein höheres Tief ausgebildet. Und wenn man jetzt hier diese Bewegungspunkte sich anschaut, dann darf man unterhalb hier dieses Levels von rund, das ist auch das 50er Retracement Level, 85, 75, 85, 76 bei Preisen unterhalb dieses Niveaus durchaus dann nochmal von einem Rückgang hier bis zu dieser Unterstützungszone ausgehen. Diese grüne Unterstützungszone, die sich auch eben hier bis in die Vorjahre zurückleiten lässt, halt hier oben ist er. Diese Unterstützungszone. Rund 83 Yen. Wenn es dadurch geht, hätten wir hier noch viel, viel tiefere Niveaus im Bereich um 75 Yen zu erwarten. Aber das ist jetzt erstmal Zukunftsmusik. Augenblicklich hier die Situation, dass man beobachten sollte, was der Australdollar gegenüber dem japanischen Yen hier macht. Wir sehen immer wieder, dass hier Verkäufe stattfanden oberhalb von 86, 87, 86, 90, 87 Yen. Das heißt, hier fehlte so ein Stück weit der Drive. Faktisch, wenn der Abwärtstrend durchbrochen werden würde, hätte man hier speziell oberhalb von 87, 58 durchaus Potenzial, eben nochmal 88, 61 anzulaufen. Und dann könnte es hier auch durchaus noch weiter nach oben gehen. Aber der Bias ist ein Stück weit negativ und auch, wenn wir mal hier auf die Saisonalität schauen, die hier bis zum Ende des Jahres vor uns steht, dann haben wir hier sicherlich Ambitionen, nach oben zu gehen, aber rein saisonal, und das zeigt auch der australische Dollar-Future-Kontrakt, der Australdollar gegenüber dem Schweizer Franken und eben auch andere saisonale Konstellationen, jetzt nicht direkt Australdollar-Yen, aber der Australdollar selbst für die kommenden Wochen eher in einem bärischen Bias. Also hier, wenn denn die Trendbewegung, die übergeordnete Trendabwärtsbewegung ihre Fortsetzung findet, dann würde das hier im Einklang mit der Saisonalität gut zusammenpassen. Und in dem Fall wären eben hier Niveaus unter 85, 75 durchaus verkaufenswert. Anders eben, wenn wir hier nach oben rausziehen über 87, 58, dann könnte man entgegen dieser sich darstellenden Saisonalität durchaus darauf spekulieren, dass der Preis hier ein Stück weit nach oben anzieht. Wie sieht es in dem Stundenchart aus? Trotz der bärischen Saisonalität und der übergeordneten Abwärtstendenz haben wir hier eben diese Trendlinie.
Abwärtstrendlinie und im weiteren Segment auch hier so eine Art Flag, ja, die sich hier darstellt, so eine Art Bull Flag. Und hier im Stundenchartintervall bewegt sich der Preis eben innerhalb dieses Niveaus. Wir sind heute Australdollar bislang nur 33 Pips gelaufen. Der Schnitt ist 75. Das heißt, hier darf noch ein bisschen was kommen. Wir sind auch oberhalb des Pivot Points aktuell. Und wir haben heute interessanterweise ein bullisches Pattern beim Australdollar gegenüber dem japanischen Yen auf Fuzzy-Vektorlogik-Basis. Und das sieht sehr, sehr annehmlich aus. Wir haben hier Trefferquote von 66% bei 178 Erscheinungen mit einem möglichen Gewinn im Bereich 0,62%. Das ist ganz interessant. Hoch 87,31, das verspricht auf jeden Fall Potenzial, obgleich natürlich hier vom aktuellen Level ausgehend da nicht mehr so viel möglich ist. Aber 87,31 würde eben hier bedeuten, dass wenn das Paar hier nach oben rauszieht, die Chancen gut stehen, dass man hier diesen Abwärtstrend durchbricht, beziehungsweise hier auf Stundenbasis, auf Tagesbasis wäre es dann natürlich noch notwendig, dass wir hier dieses Hoch vom 4. November durchbrechen. Aber wenn hier die Preise weiter nach oben anziehen und hier insbesondere zwischen 87,5 und 87,15 der Preis rauskommt, dann hätte man hier intraday ein weiteres Kaufsignal bis in den Bereich von 87. 31, 87,50 eben, und dann dürfte man hier nochmal Blick auf den Tagesschart vor einer spannenden Situation stehen, nämlich ob hier dieses Niveau, dieses Ausbruchsniveau dann gehalten werden könnte. Wenn das geschieht, kann es eben kurzfristig aufwärts gehen, und dann muss ich entscheiden, auch im Rahmen dieser Saisonalität, ob der Preis hier oben dann wieder einen, sage ich mal, zurechtgerückt bekommt, um wieder nach unten abzudriften und dann eben nach unten kippt. Kurzfristig aber die Signallage, wie gesagt, und darauf wollte ich auch heute hier speziell im Radar hinaus, sowohl von der Fuzzy-Vektorlogik her als eben auch von der Saisonalität bullisch. Dann aber allerdings Obacht geben hier im Bereich 88 oder 87, 70, 88, 60 hier in dieser Zone kann es wieder zu einer Umkehr kommen. Und wenn da sich Schwäche breit macht in Form von schwachen Kerzen, dann wäre es eben durchaus möglich, dass man hier bis in den Dezember hinein fallende Preisnotierungen sieht, die dann eben auch hier das Niveau von 83 Yen nochmal hervorrufen. Dennoch, Australdollar-Yen in jedem Fall einen Blick wert. Und insofern wären wir heute schon wieder am Ende der laufenden Sendung. Heute Nachmittag gibt es nochmal das JFD-Devisen-Radar-Webinar wieder, 15 bis 16 Uhr. Wenn Sie mögen, schalten Sie da ein. Dann werden wir noch die weiteren interessanten Währungspaare quer durchs Universum des Forex-Marktes beleuchten. Bis dahin sage ich erstmal danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen jetzt noch einen erfolgreichen Handelstag. Und wenn Sie mögen, hören wir uns später, / morgen wieder. Bis dahin, Ihr Christian Kämmerer, und tschüss.